So, schönen guten Morgen, Holsti Schweig. Schweig nicht. Domian Schweig auch. Ach, jetzt geht er ab, ich krieg die Plätze. Ne? Ruhe. Ich hab da jetzt was drüber gehängt, das nützt nichts, ne? Weil er hat ja so eine riesige Foliere, da müsste ich ja einen riesen Bettlaken drüber hängen. Post aus dem Wellensittichbecher. So, schönen guten Morgen, liebe Waynes, und herzlich willkommen zum Frühshoppen. Und heute gibt es eine Premiere. Ich bin Gelegenheitsraucher. Ich rauche ganz selten. Was heißt ganz selten? Ich rauche so in der Woche 2 bis 3. Und heute ist einer der Morgende, wo mich nach einer Zigarette bei meinem Kaffee gelüstet. Habe ich euch schon begrüßt? Falls nicht, guten Morgen, liebe Waynes. Herzlich willkommen beim Frühshoppen. Denn euch interessiert, was ich alles wieder zu sagen habe. Das ist übrigens von Ulla Popken. So ein Netzhemd eigentlich zum Drüberziehen, aber ich ziehe da drunter, finde ich viel besser. Ja, was habe ich erlebt? Also, ich habe von meiner reisenden Schwester Maike ein paar Detox-Patches für die Füße bekommen. Leute, ich glaube, es gibt niemanden... Horsti, du kriegst Detox auf deine Stimmbänder geschnallt. Ich hoffe, es gibt niemanden in der großen, weiten Welt da draußen, der ernsthaft glaubt, dass man die Giftstoffe über die Fußsohlen ausschwemmen kann. Aber ich mache jetzt mal Horstis Stall auf. Vielleicht ist er ruhiger, wenn er draußen flattern kann. Hat sich noch nicht rausgetraut. Da es wirklich niemanden gibt, der so weit glaubt. Ne? Das ist ein Gimmick, Leute, das sage ich schon vorab, ne? Aber es ist doch mal lustig anzuwenden, muss ich sagen. Ich drehe übrigens selbst. Horsti müsste gleich rausgeflattert kommen, laut schreiend wahrscheinlich. Werdet ihr hinter mir vorbeiflattern sehen. Er sitzt an der offenen Tür und denkt nach über sein Leben, das Gute und Böse in der Welt und ob er jetzt weiter losschreien soll. So. Das ist ja ein Tabu, Rauchen auf YouTube, ne? Gibt ja da auch oft Shitstorms drüber. Gucken, was passiert. Weiß ich nicht. Ja, die sehen folgendermaßen aus. Und zwar, jetzt habe ich doch die Tür schon aufgemacht, jetzt komm doch auch raus, du. Na los! Hoppa! Ach, Mann. So sehen die aus. Detox-Patch für die Füße. Ach ja, ich wollte ja noch sagen, Kameraeinstellungen heute. Ich habe ein Ringlicht an, Kameraeinstellung Porträt. So sehen die aus. Soll man sich hier unter die Füße kleben, über Nacht drauf lassen. Da steht so gut, nur 2 Wörter in Deutsch drauf. Ist made in Japan, aber wenn mich mein Schrifterkennungsprogramm in meinem Gehirn nicht täuscht, ist das koreanisch, was da drauf steht. Also die Zeichen sehen koreanisch aus. Also der Inhalt sieht folgendermaßen aus. Man hat hier versiegelt. In so einer Tüte 2 Patches, die man sich unter die Füße klebt und 2 Pflaster zum Drüberkleben. Ne? Klebt man sich unter die Füße, lässt das über Nacht draußen und am drauf. Und am anderen Morgen ist der gesamte Körper zum Teil, was so ein Patch aufnehmen kann, entgiftet. Ja, wie soll das funktionieren, Leute? Habt ihr euch das mal logisch überlegt? Unter eure Fußsohlen soll das beruht auf traditioneller chinesischer Medizin. Da bin ich ja sowieso
Skeptiker hoch 10. Ich kann auch jedem immer nur die GWUP empfehlen im Internet oder auch das Printmedium GWUP. Traditionelle chinesische Medizin. Ich bin kein Freund davon. Möchte keine Bärengalle oder zermahlene Tiger oder sonst irgendwas Komisches zu mir nehmen. Möchte auch nicht irgendwas vertrauen einer Medizinform, die sagt, das kann dir helfen. Ne? Nee. Geht nicht. Ich hoffe, da ist jetzt nichts Zermahlendes drin, ne? Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall koreanisch, denke ich, also in Japan hergestellt. Habe ich mir gestern Abend, da war Horst hier gerade, habe ich mir gestern Abend unter meine Fußsohlen gequetscht und wer meine Insta-Stories geguckt hat, wird das Ergebnis schon gesehen haben am letzten Sonntagmorgen. Ja, was soll ich sagen? Nachdem es eine Nacht am Fuß klebte, Leute, sah es so aus, ne? Wie die Windel von einem Windelgedöne, ne? So von nah mal, könnt ihr euch anschauen, ist jetzt schon hart, aber war beim Abziehen total klebrig und riecht voll lecker. Jetzt ist der Geruch auch schon wieder verflogen, weil ist schon getrocknet. Aber hat frisch nach total leckerer Salami gerochen. Was ist da drin? Da rücken die Hersteller natürlich nicht hundertprozentig raus mit. Tatsache ist, die Klebrigkeit kommt durch den Zucker zustande, der da drin ist. Und die Verfärbung von irgendwelchen komischen Pflanzenteilen, die da drin sind, die mit dem Fußschweiß dann in Verbindung kommen. Also das ist kein Detox, ne? Das ist eine Pflanzenverfärbung und die Hersteller, zumindest größtenteils einige, wie auch immer, sagen auch, dass da keinerlei medizinische Wirkung hintersteckt, sondern dass die Leute sich da wohl mitfühlen und die geben auch offen zu, dass die Verfärbung hier durch Pflanzengedöne in der Reaktion mit Wasser oder Feuchtigkeit zustande kommt. Man kann genauso gut diese Patches mit ein bisschen Wasser besprühen und dann auf eine Glasplatte kleben, auf einer gereinigten, sterilen Glasplatte, wie auch immer, oder auf irgendeinem anderen. Wichtig ist, dass dann dieses Pflaster hinterher noch drüber kommt, dass das luftdicht verschlossen ist. Dann findet diese chemische Reaktion statt und dann findet diese Verfärbung statt, wo dann aus vollkommen sterilen Sachen auch angeblich Giftstoffe gezogen werden, was die merkwürdige Menschen oder leichtgläubige oder nicht hinterfragende Menschen dann mal so glauben. Dass man sich hinterher besser fühlen kann, ist ja klar, ne? Ist ja, die Psyche spielt da ja mit, ne? Da habe ich heute Nacht so ein Ding drauf gemacht. Ich habe was für mich getan. Detox hört sich ja auch voll toll an, ne? Der Name ist ja auch in aller Munde. Detox-Kram. Wollte eigentlich nur ganz kurz darüber reden. Jetzt wird es noch lang, denn ich habe eigentlich ein anderes Thema. Eigentlich ein lustiges, obwohl dieses ja auch lustig, ne? Und wenn ihr daran glaubt, glaubt da weiter dran, aber ich sag euch, informiert euch auch. Und nicht nur bei Herstellerseiten oder bei dubiosen Seiten, wie heißt diese eine da, Zentrum der Gesundheit oder so. Eine ganz merkwürdige Seite auch, wissenschaftlich überhaupt nicht relevant und irgendwelchen Lifestyle-Magazinen, sondern ihr müsst schon den Schritt weitergehen zur Wissenschaft, zu irgendwelchen Studien. Und da wird dann das Ganze aufgedeckt. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt nicht sagen kann, voll, ich bin super gedetoxed jetzt, mir geht es besser, aber bin zu wissenschaftlich eingestellt dafür. Gibt da noch was zu sagen? Ja, war Spaß. Ich war noch so ein Patch drin. Ich habe jetzt noch für zwei Füße irgendwas. Ich weiß nicht, mache ich wahrscheinlich nochmal drauf. Ne? Ist halt lustig, klebt man sich abends drauf. Und so ein psychischer Effekt, den merkt ja auch der Ungläubige wie ich, ne? Hallo!
Das ist ja halt auch lustig. Man klebt abends was sauber drauf und abends zieht man es dreckig, vermeintlich dreckig ab. Ist ja nicht dreckig, ist ja nur irgendeine so eine pflanzenchemische Reaktion, die da war. Und denkt sich schon, hui, ne? Da war aber was in dir drin, was natürlich nicht in dir drin war. Leute, springen jetzt um. Weil ich gerade irgendwie seine Freundin irgendwo hinstellen kann, wo er sich mit der beschäftigen kann. Wartet mal, ich probiere das mal. Hier hat er auch noch so ein paar Kumpels, an denen nach da immer hier unten schon abgenagt. Ich stelle jetzt mal. Hab jetzt mal seine Freundin da hingestellt. Vielleicht ist er jetzt da. Ist jetzt mal ruhig hier. Ja, Frühschoppen eben. Jochen schläft noch, ne? So, das Thema hier, Detox-Kissen, schließen wir jetzt mal ab. Vielen Dank an meine Schwester, das war super. Ich klebe mir die zweiten auch noch drauf, noch eine Nacht, ne? Und freue mich dann, wenn ich am anderen Morgen das klebrige, braune Zeug abziehen kann. Warte, ich muss mal eben kurz, das machen die professionellen YouTuber ja auch, habe ich gelernt bei der Sandra letztens irgendwann, Thumbnail-Gesicht zwischendurch machen, weil ich dann fotografieren kann und dann als Thumbnail oder Vorschaubild nehmen kann. Warte mal, mache ich denn jetzt dieses Zeichen drauf? So? Grimassen ziehen ist ja immer gut, oder? Oder näher ranzoomen. Wartet, ich probiere mal eben. Und dann. So. Ich mach das. Und sagt mir, was ist mit dieser Porträteinstellung? Ist die gut? Ich habe auch noch weiche Haut. Probiere ich nächstes Mal. Dann sehe ich aus wie ein Slimani. Wahnsinn. Du hörst es gleich weg. Prost. Aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, Leute. Tätowierungen. Darum ging's. Ich habe super Ideen. Wenn ich tätowieren könnte und Opfer finden würde, ich wäre der berühmteste Tattoo-Artist überhaupt. Allein wegen der Motive. Und zwar, ich habe ja kein einziges Tattoo. Ich überlege manchmal, ob ich so in meine... Oh Mann, meine Omi hat immer so kleine Blümchen gemalt, wenn sie einem einen Nachrichtenbrief oder eine Postkarte geschickt hat. Und die ist ja mittlerweile verstorben. Soll ich dem mal einen Ventilator anmachen, den Vogel? Ja, kann er sich angucken. Die ist ja mittlerweile verstorben und ich überlege, ob ich mir eins von diesen Mini-Blümchen irgendwo an eine unauffällige Stelle tätowieren lassen soll, ne? Aber ich bin mir noch unsicher. Also auch nur ganz klein dann, ne? Wir haben uns letztens getroffen mit drei Leutchen und haben eine von uns lässt sich ab und zu tätowieren. Und sie hat sich auch einige neue Tattoos wieder machen lassen, die wir noch nicht kennen. Und dann haben wir uns so, und für sie bedeuten ihre Tattoos auch alle was. Und bei manchen Leuten bedeuten sie nichts, bei manchen Leuten bedeuten sie was. Und dann hat sie erzählt, ich weiß nicht, ob sie es irgendwo gesehen hatte. Oh, Windhorsti. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwo gesehen hatte oder nicht, oder im Fernsehen oder Internet oder was. Ich gebe mein Bestes, dass der die Klappe hält.
Aber der Beste ist oft nicht gut genug. Dass einer eine Tätowierung hat machen lassen, eine dünne Linie, die ging wohl, startete wohl hier irgendwo, ging über den Arm hier und dann hinten rum bis zum anderen Arm. Und die zwei fanden das irgendwie albern und doof. Und ich habe gedacht, super, so ein komisches Zeug würde ich mir sofort auch tätowieren lassen. Und dann hatte sie... Oh, ich fange dich. Und dann hatte sie überlegt, ob sie ob sie ein Katzentattoo oder sich ihre Katzen noch irgendwo hin tätowieren lassen möchte. Und dann haben wir über Katzentattoos überlegt, ne? Und ich habe da die besten Ideen gehabt. Und ich würde die jetzt auch echt toll und unterhaltsam vortragen, wenn dieser Vogel die Klappe halten würde. Aber hält er nicht. Vielleicht muss man den auch einfach nur ermüden. Ja, piept schon. Und zwar, sie überlegte, ob sie sich die Katze irgendwie am Bauch tätowieren lassen. Da wird immer lauter. Der Gesang wird bang und bänger. Am Bauch tätowieren lassen sollte. Und dann hatte ich die super Idee, nee, Bauch ist doch doof. Was kann ich jetzt noch machen, damit dieser Vogel... Aha. Ist das Licht immer noch gut? dann habe ich die super Idee gehabt. Ne? Ich sag, tätowier dir doch die Muschi auf die Muschi. Ne? Das wäre doch. Und zwar so über die ganze Muschi hinweg. Also die menschliche Muschi. Ne? Und der Kopf oben, das so, wenn du die Unterhose anhast, dass noch oben die zwei Ohren rausgucken. Und die Katze ist dann da so drauf, dass die quasi wie eine Operationsnarbe hat, dann in der Mitte, nämlich die Muschi eben. Ne? Und wenn man die aufklappt, wir haben uns schlapp gelacht. Ich habe nicht weiter jetzt, ich will es nicht ausführen, stellt euch vor. Die Katze, Kopf vorne, Ohren gucken aus der Buchse vorne raus. Ne? Der Körper, so über den ganzen Bereich da unten, dann hat man direkt die Operation, ne? Kann man direkt eine Katzen-OP vornehmen. Und hinten kommt so aus dem Popo der Schwanz raus. Ich finde das super. Ich finde das richtig cool. So was würde ich sofort tätowieren, aber das lässt sich ja keiner machen. Und wenn man sich nicht rasiert, hat man sogar eine schöne kuschelige, ein Kuscheltattoo quasi, ne? Ich finde das total genial, ne? Würde ich sofort machen. Oder was anderes, wenn man so auf Katze steht, ne? Oder man lässt sich auf dem Bauch vorne, am Bauchnabel, so ein Wollknäuel tätowieren. Dann kommt aus dem Bauchnabel der Faden raus, aus der Mitte des Knäuels, geht hinten rum auf den Rücken und verschwindet da. Und aus der Po-Ritze kommt eine Katzenpfote. Wie so nach dem Faden schlecht. Ich finde das so gut. Ich bin da so begeistert von, oder? Ich war da Po-Ritzen fixiert, merkt ihr das? Oder? Es gibt auch so lustige Katzenvideos, wo sich so Katzen manchmal aus so Sofaritzen hochquetschen und dann haben die so die Ohren nach hinten und die Augen und kommen dann so raus. Und so könnte man auch malen, wie sich so eine Katze entweder aus dem Bauchnabel rausquetscht, wo so die Augen so alles nach hinten verzogen, oder aus dem Popo eben auch, ne? Ja. Also, Tätowierung, ich habe die besten Ideen, aber keine davon ist gut. Muss man sagen, da muss man echt Opfer finden. Wenn ich das könnte, ich würde Opfer suchen und wir würden beide reich und berühmt mit so einem, wieso ist sie so verbogen? Ist sie verbogen? Wir würden alle reich und berühmt mit so einem Quatsch, ne?
Oder auch, was ich auch lustig finde, ihr kennt ja sicher Schneewittchen und die sieben Zwerge. Die gehen doch dann, hi ho, gehen sie in den Steinbruch, ne? Da hat man über das Rückgrat die sieben Zwerge gemacht und der erste, der verschwindet gerade unten, ne? In der Felsspalte im Bergwerk. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ich hoffe, ein paar Leute teilen meinen Humor. Ich wäre ja auch so, ich würde mir aus dem Ohr, würde ich mir einen Wurm machen, der hier so rumkrabbelt, ne? Oder was ich auch total genial finde, ist so ein, ich glaube, das gibt es schon, da bin ich nicht die Erste, die auf die Idee kommt. So ein Reißverschluss, der so aufplatzt, wo man dann so darunter so merkwürdige Sachen sieht. Ja, Leute, das war der heutige Frühschoppen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Tattoo-Ideen sucht, schreibt mich an. Ich sag mir ein Thema. Ich sag euch, wie ihr das bestens umsetzen könnt. Und Horsti wünscht auch einen wunderschönen Sonntag. Und bis bald!